They are expecting great things in this place. Wir erwarten große Dinge an diesem Ort. And we believe it. Und wir glauben das. And in our heart we have already received it. Und in unseren Herzen haben wir sie bereits empfangen. Halleluja. John 18:37 says. Johannes 18, Vers 37 sagt. Pilate therefore said to him, "Are you a king then?" And Jesus answered, "You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come to the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is in the truth hears my voice." Da fragte ihn Pilatus, "So bist du dennoch ein König?" Jesus antwortete, "Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme." Why Jesus came? Warum ist Jesus gekommen? He came on the earth so that we can erase the conception of God. Warum kam Jesus auf die Welt? Er kam, um in uns unsere Vorstellung von Gott aufzulöschen. People like to think the way they like to think how God is. Den Menschen gefällt es, so ihre eigene Vorstellung von Gott zu entwickeln. And when you ask people a question, one is, "God, it's me. Living in God is so. God is so. God is so." Du kannst unterschiedliche Menschen fragen und sie haben unterschiedliche Vorstellungen. Einer mag sagen, "Ach Gott, er ist so wie ich." So God. He said, "No, it's enough." Und Gott sagte dann, es reicht. And he sent Jesus. Und er sandte Jesus. To the earth to show us how God looked like. Und er sandte Jesus auf die Welt, um allen Menschen zu zeigen, so bin ich. Is this not the purpose? Ist das nicht ein Grund? It's a purpose. There is a reason for the seasons. Es gibt einen Grund, eine Bedeutung für diese besondere Zeit. Christmas. Weihnachten. This is the purpose. Das ist der Grund. This is the reason. Das ist der Zweck. That's why we are firing or what you call it? Celebrate. Today he came here. Deswegen feiern wir den Tag, an dem Jesus geboren wurde. Hallelujah. Look what the world says. Seht ihr an, was das Wort John 1, verse 18. Johannes 1, Vers 18. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet. So Jesus was born, God became flesh. Also Jesus wurde geboren und Gott wurde Mensch. He came to live among us, to tell us how he is. Er kam, um unter uns zu leben und uns zu sagen und zu zeigen, and to tell Gott ist. And to tell us the truth. Und uns die Wahrheit zu verkünden. And the truth, only the truth can set you free. Und allein die Wahrheit kann dich freisetzen. No one ever has saw God. Niemand von den Menschen hat Gott je gesehen. The only one who is the same as God, he is the one who saw him. Der Einzige, der selbst Gott und wie Gott ist, der hat ihn gesehen. Jesus is God. Jesus ist Gott. And he is in the likeness of God. He is God. Er selbst ist das Ebenbild Gottes. He acts, he thinks,
He says exactly like God. Er denkt, er spricht und er handelt genau wie Gott der Vater. And we have a God. God, you know how he's very organized. Und unser Gott, Gott selbst, er ist sehr organisiert. In the kingdom of God there is no chaos. Im Königreich Gottes gibt es kein Chaos. Everybody, everyone, every flower, every tree, every animal has his place. Alles, jede Pflanze, jedes Tier hat seinen Platz. Halleluja. How important is it to be thankful because you are saved? Wie wichtig ist es, dass du dankbar bist, weil du errettet bist? How important is to do something for him now? Wie wichtig ist es, jetzt etwas für Gott zu tun? You know, all the other things you are doing in the natural will not be counted for you in heaven. Weißt du, alle Dinge, die so im natürlichen Leben, die du tun musst, sie haben in der Ewigkeit keinen Bestand. And all the money and all the car and all the, I don't know, can you imagine? It's good for a moment, but you have to leave them here. Und all dein Geld und all deine Güter, deine Autos, sie sind schön für den Moment, aber du wirst sie zurücklassen müssen. So Jesus came to tell you, look at me. Und Jesus kam zu uns und spricht zu dir, sieh auf mich und tu dasselbe, was ich getan habe. Do you know that the Lord God knows every hair, he knows them how much you have, I don't know, but he knows how much I have. Weißt du, Gott erkennt jedes Haar auf deinem Kopf. Ich weiß nicht, wie viele Haare ich habe, aber Gott weiß. But I can say I don't know about yours, but I know about mine. No, it's not true, I don't even know about mine. Ich kann dir noch nicht mal sagen, ich weiß, wie viele Haare du, ich weiß, wie viele Haare ich habe, deine Haaranzahl kenne ich nicht, aber nicht mal meinen eigenen Kopf, meine eigenen Haare kann ich zählen. He knows. Er knows everything in you. Er weiß alles von dir und er weiß alles in deinem Inneren. Don't see God like you see your natural father. Betrachte Gott nicht so wie deinen natürlichen Vater. If you have a father, wenn du einen Vater maybe you don't have a father. Vielleicht hast du deinen Vater nie kennengelernt. And also it's difficult to imagine what is a father. Und dann ist es auch schwierig, sich vorzustellen, wie ist ein guter Vater. See from the word. Aber betrachte das Wort. And see how Jesus is. Sieh dir an, wie Jesus ist. And you will know how is your father. Dann weißt du, wie dein Vater im Himmel ist. He is lovely. Er ist liebenswürdig. He is sweet. Er ist sanft. He is patient. Er ist geduldig. But he is direct also. Aber er ist auch direkt. And he expects from you. Und etwas erwartet er von dir. He wants you to put order in your life. Er möchte, dass du Ordnung in dein Leben bringst. He gives you direction. Er gibt dir Richtungweisung. He said, I have forgiven you your sin, now do something. Er sagt, all deine Sünde habe ich vergeben. Nun fang an zu gehen. Every time when Jesus was healing, jedes Mal, wenn Jesus geheilt hat, and sin no more. Go and sin no more. Sprach er zu den Menschen, nun steh auf, sündige hinfort nicht mehr. You know, this is also a very important book. Das ist ganz wichtig auch für uns. Because he's good and forgive, we cannot just sin and say, forgive me, and then we start again. Weißt du, wenn deine Sünde vergeben ist, dann musst du etwas ändern, kannst nicht genauso weitergehen und jedes Mal sagst, vergib mir, vergib mir. Hallelujah. Let us see what Jesus is also. Lass uns sehen, wie Jesus noch ist. Oh, he's everything anyway. But let us see. Er ist sowieso alles, aber lass uns das genauer betrachten. Luke 2, verse 32. Lukas 2, Vers 32. A light. He is the light. To bring revelation to the Gentiles. And the glory of your people is light. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. So, who is Jesus? Also, wer ist Jesus? He's the light. Er ist das Licht. Your light. Er ist dein. The world is your light.
Er ist dein Licht in dieser Welt. Das Wort ist dein Licht. We see light. Wir empfangen Licht. The day we say yes. An dem Tag, an dem wir Ja zu ihm sagen. And then we have to stay in that light. Und dann müssen wir in diesem Licht bleiben. And we can go back to the darkness. Und du kannst zurückgehen in die Dunkelheit. If you don't have the word to be light, so you can walk in it. Wenn du dich nicht mit dem Wort befasst, das dir ein Lichtschein gibt, wo du gehen kannst. Also behalte dich im Licht des Wortes. So if you have any problem, wenn du also irgendein Problem hast, he's the light. Er ist das Licht. Look at Rebecca. Sieh auf Rebecca. She had light. Sie hatte Licht. That's why she could receive. Deswegen konnte sie empfangen. You know, we know if we are okay or not. Wir selbst wissen, wie es in uns aussieht, ob es gut aussieht oder schlecht. You know, you can tell me I'm very okay, but I know what is my weakness and my strengths. You understand this? Weißt du, ich kann dir vielleicht sagen, oh, mir geht's prima. Aber ich weiß doch, wie es in mir aussieht. Und ich kenne doch meine Schwächen und meine Probleme. And I know when I'm lazy. Ich weiß, wenn ich faul bin. You understand? We can see the world, but be lazy. Wir können zwar das Wort vielleicht sprechen, aber faul sein in unserem Wandel. We have the power. Wir haben die Kraft. We have the power. Wir haben die Autorität. If we don't use it. Aber wenn wir sie nicht einsetzen, it will not work anymore. Dann wird sie verkümmern in uns. And I know so many of you. Ich kenne so viele von euch. You see miracles in your life. Ihr habt Wunder empfangen in eurem Leben. Halleluja. Praise God. I am telling you. Ich sage dir. The biggest gift that God could give us. Die größte Gabe, die Gott uns schenken konnte. Is Jesus Christ. Ist Jesus Christus. Our Savior. Unser Retter. And our Lord. Unser Herr. This is the biggest gift to the world. Das ist die größte Gabe an die Welt. The biggest gift to you. Die größte Gabe an dich. Don't neglect it. Don't neglect it. Vernachlässige sie nicht. And make it strong to the world in you. Und pflege sie, lass sie stark werden in dir. Look in John 14, verse 9. Schlag noch einmal Johannes 14, Vers 9 auf. Jesus said to him, have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? Jesus spricht zu Philippus, so lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? He who has seen me has seen the Father. Wer mich sieht, der sieht den Vater. So how can you say, show us the Father? Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? And many of us want to see Daddy, Papa, how he is, what he thinks. Viele von uns, wir wollen den Vater sehen, wir wollen ihm begegnen. Yeah, that you have, you know how he thinks? Weißt du, wie er denkt? Sieh dir Jesus. You want to know what he wants from you? Imitate Jesus. Willst du wissen, was er von dir möchte? Dann imitiere Jesus. Don't look at me, look at her, look at him, look at big. Look at the Lord. Schau dir nicht Menschen an, große, kleine, die dich umgeben. Schau auf Jesus. How what he did? Was tat? How he responded? Wie hat er geantwortet? How he acted? Wie hat er gehandelt? How he loved? Wie hat er die Menschen how he forgive? Wie hat er vergeben? How he give? Wie hat er gegeben? How he say the truth? Wie hat er die Wahrheit gesagt? This is our example. Das ist unser Beispiel. And he said, believe. Er sagte, sei geheilt. So is this his will, then okay. So ist es also sein Wille, und das glauben wir. He said, I was poor that you become rich. Er sagte, ich bin arm geworden, sodass du reich werden. No, it's not me who says. Das bin nicht ich, der das behauptet. It's not you who said it. Und das hast du dir auch nicht ausgedacht. It's from the mouth of the master. Das ist gesprochen aus dem Mund des Meisters. And if you don't believe it, und wenn du es nicht glaubst, I wonder why you have the Bible. Dann frage ich mich, warum die Bibel mit dir herumträgt. Because the Bible said, not we. Denn es ist die Bibel, die das sagt. You know that believing is a choice.
Weißt du, dass Glauben eine Wahl ist? If you don't want to believe, you will have nothing. I'm sorry to tell you. Wenn du nicht glauben möchtest, wirst du nichts empfangen. There is one way. Es gibt einen Weg. The word of God. Und der ist gemäß dem Wort Gottes. Into your heart. In dein Herz. Into your mouth. In deinen Mund. And into your acting. Und in dein Handeln hinein. It's the only way which you will walk in blessing. Das ist der einzige Weg, damit du im Segen wandeln kannst. You know, God and his angel, can only do something for us when we believe in the word of God. Weißt du, Gott selbst, seine Engel, können nur in unserem Leben wirken, wenn wir selbst Gottes Wort glauben und sprechen. This is the only way. Das ist der einzige Weg. And we can sit here tomorrow. Why does it work? Wir können bis morgen sitzen und sagen, oh, warum funktioniert hier alles nicht? Maybe God don't want me to be healed. Vielleicht möchte Gott das alles nicht, dass ich geheilt werde. So, if you think like this, also wenn du so denkst, go back and see what Jesus did. Dann schau dich wieder, schau in die Bibel, schau, was hat Jesus gesagt? And just to see if this thought that you have are lies or contrary to the world or not. So damit du dich versichern kannst, stimmen deine Gedanken mit Jesus, mit seinen Worten, mit dem Wort Gottes überein. Ist es eine Lüge oder ist es die Wahrheit, was du denkst? The Bible says in Matthäus 1, Vers 23. I love the word. Liebe das Wort. You can tell me what you want, I will first check it here. Alles, was du mir sagst, werde ich immer zuerst am Wort. I will not just say, and believe. Werde nicht deinen Worten glauben, wenn sie nicht sich im Wort festigen lassen. So Matthew 1:23 says, behold, the virgin shall be with child, the virgin one, and give birth to a son, and they shall call his name Emmanuel, which translates, which means God with us. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Emmanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Aber he came to express the love of God. Er kam, um uns die Liebe Gottes auszudrücken. If you think that God is bad, wenn du denkst, Gott ist schlecht, if you think that God punish, wenn du denkst, Gott hat Freude am Strafen, then look at Jesus. Dann sieh dir Jesus an. And you change your mind. Dann wirst du deinen Sinn ändern. God is love. Gott ist Liebe. Stop to believe the lies of the devil. Höre auf, die Lügen des Feindes zu glauben. God wants you perfect, happy, whole, healed, strong, have money, so you can be a blessing to others. Gott möchte dich in einem vollkommenen Zustand haben. Gesund, stark, fröhlich, voller Frieden, wohlständig in allem, was du hast. You know that Jesus is the original Christmas gift to the world. Jesus ist das ursprüngliche Weihnachtsgeschenk an die ganze Welt. In John 3, Vers 16 it says, in Johannes 3, Vers 16 steht geschrieben, for God so loved the world, or God so loved Regina, or God so loved Corey, or God so loved you, each one can put his name. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt,
Er hat dich geliebt. Corinne, Bettina, einen jeden Einzelnen liebte er so sehr. So loved the world. He was that manifested to all us that God has sent. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. The only one. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. That whoever believes, damit alle, die an ihn glauben, whoever believes in him should not perish, but have eternal, everlasting life. Und so jeder Einzelne, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. You know, if you know, if you make a glimpse of hell, because people think, you know, they live, ha ha, he hit a hope, ha 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 ha. Love you, love me, I don't love you, I hate you. We just live. I have clothes, I don't, I have money, I don't. We live. I eat raw, I don't eat. Hey, wake up. Weißt du, wenn du den Funken einer Vorstellung über die Hölle hättest, die Menschen leben daher. Sie freuen sich und sie lieben sich oder sie verachten sich und streiten, wie auch immer sie leben, als wäre das Leben dir das Normalste von der Welt. If you are born again of the Spirit of God, wenn du von neuem geboren bist aus dem Geist Gottes, you receive your salvation. Dann hast du deine Errettung empfangen. The salvation of your spirit. Die Errettung aus dem Geist. And working out the salvation of your soul by his word. Und wenn du dann die Errettung deiner Seele ausarbeitest durch das Wort. It will appear in your body, shining, glorifying, strengthens you with anointing the health and strength of the Almighty. Dann wird man dir ansehen, an deinem Strahlen, an deiner Stärke, an der Kraft, die von dir ausgeht, dass Gott in dir etwas Göttliches gewirkt hat. We are his chosen one. Wir sind sein erwähltes Volk. He chose you. Er hat dich erwählt. Er hat dich erwählt. No one is by accident here. Niemand ist zufällig. He chose you. Er erwählte dich. Qualifying you. Er hat dich qualifiziert. The world says so, not me. Hey, wake up. Lord, I qualify you. Ich habe dich qualifiziert. I made you fit. Ich habe dich passend gemacht. Ich habe dich fähig gemacht, teilzuhaben an meinem Königreich. Can you say, well, hallelujah, my good preaching heute. Let me do what I always do. Und können wir dann wirklich, wenn wir das begriffen haben, sagen, oh, Feuer, eine super Predigt heute, und dann mache ich das, was ich immer mache. No. Und fahre fort darin. Nein. No. Nein. Hey, when you wake up, wenn du erwachst, put your plan in his hand. Dann lege deine Pläne in seine Hand. Don't put your plan in your hand. Nimm nicht alles selbst in die Hand. Because those plans in your hand will not make it. Denn die Pläne in deiner Hand, sie werden nicht alle zu schaffen. Give it to him. Gib sie ihm. And when you sleep, und wenn du schläfst, thank you. Danke. Check yourself. Prüfe dich selbst. See how you are walking. Überprüfe dich, wie du wandelst. Living. Wie du lebst. Doing. Was du tust. In. Auf dieser Erde. You know, I was thinking. Ich habe nachgedacht. If I die now, wenn ich jetzt sterbe, and I go to heaven, und ich in den Himmel, I'm sure I go to heaven. Bin ich ganz sicher, dass I'm ich sure. In den Himmel bin. Ich habe keinen Zweifel. But you know one thing. Aber eine Sache. I want to make more, so I have more reward upstairs. Ich möchte doch bleiben und mehr tun, damit ich mehr Belohnung erhalte. You know, maybe I'm not a businesswoman in the natural. Weißt du, ich bin im Natürlichen keine Geschäftsfrau. But I'm a very businesswoman for the spirit. Aber im Geistlichen bin ich sehr geschäftig. I know. Ich weiß. And if you do that, und wenn du das so und so denkst, I can be a little example for you. Ich kann ein kleines Beispiel für dich. Because the best is Jesus anyway. Denn das beste Beispiel ist sowieso Jesus. Investe in the kingdom. Aber investieren in his kingdom. In sein Königreich. Not in your kingdom. Nicht in not, dein. Not in your kingdom. Nicht in dein Königreich. Everything you put first in your kingdom, you will lose.
Alles, was du an erste Stelle setzt in dein kleines Königreich, du wirst es verlieren. It would lost his, it's the quality, not the gold, it was, it would be looking like vergoldet. Weißt du, es wird die Qualität, es wird seine Schönheit und seinen Glanz verlieren. Ja, yeah, because I put it in my kingdom. Aber investiere es in Gottes Königreich. Like when I put in his kingdom. Wenn ich es aber in Gottes Königreich investiere, it never get rusted. Dann wird es nie rosten. It never get old. Es wird nie alt und verbraucht werden. It shine more and more. Es leuchtet und glänzt mehr und mehr. Wow. And when you arrive to heaven, und wenn du im Himmel ankommst, you have the best place. Hast du den wunderbarsten Platz. All the disciples was quarreling with Jesus to be sitting with him at his right and left hand in heaven. Why do you think? Weißt du, die Jünger, die stritten darum, wer von ihnen wohl zur rechten und zur linken von Jesus im Himmel sitzen dürfte. Because they get it. Weil sie es irgendwie verstanden haben. This place is the best. Dieser Platz ist der beste. The reward that God wants to give us. Die Belohnung, die Gott für uns vorbereitet hat. We'll never die. Wird nie zu Ende gehen. Like Britta said last Sunday. So wie Britta es am letzten Sonntag gesagt. She said, think about it. Denk darüber nach. Think good about it. Denk gut darüber nach. What you invested in his kingdom. Was du in sein Königreich investierst. Because if you invest nothing. Naja, wenn du nichts investierst. For eternity, in Ewigkeit, I said for eternity, in Ewigkeit, you will have no reward. Gibt es dafür keine Belohnung. Nothing. Nichts. And you will see those who you know. Und du wirst die sehen, die du kennst. How they click, they go in a better place. Wie sie an einen besseren Ort schreiten. You will not be happy, believe me. Du wirst nicht zufrieden damit sein. You say, if I only have done. Du wirst sagen, oh, wenn ich nur besser investiert hätte. What I am hearing today. Was höre ich heute? Amen. How serious is the kingdom? Wie ernsthaft ist es, über das Königreich nachzudenken? God so loved the world that he gives you himself. Gott liebte die Welt so sehr, dass er dir sich selbst geschenkt hat. Oh, that's why we are today rejoicing tonight. Hallelujah. Deswegen freuen wir uns heute und deswegen feiern wir. It's why in the family we have to have peace. Deswegen müssen wir in unserer Familie Frieden haben. You know, the most difficult way that cannot be peace is in the family. Der schwierigste Ort, den Frieden zu bewahren, ist in der Familie. Believe me. Glaub mir. But I always said to God, I will do my part 100%. I don't care about anybody else. Und ich sage zum Herrn immer, Vater, ich will meinen Teil tun zu 100%, egal wie die anderen sich verhalten, ich will es. You know, the one who understands. Weißt du, derjenige, der versteht, and spiritual is really mature. Und der wirklich geistlich und reif ist, the one who always swallows and walks off. Ist derjenige, der keinen Anstoß nimmt, der runterschluckt und in der Liebe wandelt. Bring peace everywhere. Und den Frieden mit sich bringt, überall, wo er geht. If the other member of the family are in the flesh, don't go to their level. Weißt du, wenn die anderen Familienmitglieder im Fleisch sich verhalten, make it a wonderful evening tonight. Sorge dafür, dass es ein wunderbarer Abend wird. A thankful heart. Hab ein dankbares Herz. A forgiving heart. Ein vergebendes Herz. Do in it. Change your attitude. Verändere deine Haltung und Einstellung. You know how many Christmas I didn't like. Many Christmas I didn't like. Viele Weihnachten, die ich schon gefeiert habe, und war nicht schön. I was saying every time. Denn ich habe jedes Mal gesagt, again Christmas. Schon wieder Weihnachten. I have to give. Jetzt muss ich geben. There is quarrel. Und es gibt Streit. And you are tired. Und davon bin ich so müde. And I feel bad. Und es geht and mir and so I schlecht. No I don't like Christmas. Kraft dafür. Ich mag das alles nicht. When I mature, aber als ich heranreifte, I don't say this habe ich so nicht mehr gesprochen. Even if I feel it, ja, auch wenn ich es manchmal noch gedacht habe. Even if I see it,
auch wenn ich es manchmal noch so erfahre. But I still stand on the word. Aber ich stelle mich auf das Wort Gottes. And I have result. Und ich habe Ergebnis. Because like we say, God make miracles. Denn so wie wir gesagt haben, Gott tut Wunder. He healed this one, he healed that one, he healed those who trust him. Er hat diesen und jenen geheilt, er hat all denen geholfen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. And the most difficult. Und das Allerschwierigste dabei is the family. Ist die Familie. Why? Warum? Because there are those who are in the flesh. Das sind die, die im Fleisch sich verhalten. Maybe there is one who is spiritual of two. Vielleicht gibt es ein oder zwei Geistliche. And negative things you will hear. Und du hörst negatives Gerede. You will not make it. Du schaffst das doch wieder nicht. Das ist unmöglich. This is not good. Was denkst du dir? Das ist so schlecht. You will never make it. Das schaffst du nicht. No job, no money, no freedom, no healing. Kein Geld, kein Job, keine Freiheit. You don't see. How bad, schlecht alles hier ist. And you are just, you have to stand. Und du musst stehen bleiben. Nehemiah, you have to stand. Hörst du? Du musst stehen bleiben. Sprich zu deinem Herzen. Not looking back, not looking back. Guck nicht zur Seite, nicht nach links und rechts. Guck nach vorne. Stand. Immer stehen bleiben. Never give up. Nicht aufgeben. Being close to him. Ihm ganz nah sein. For the blessing. Um die Segnung. You want to be blessed without doing anything? Gib's nicht. Um die Segnungen zu empfangen, gesegnet zu werden, ohne eine Anstrengung, gibt es nicht. Even in the natural. Sogar natürlich. Wenn du nicht gut arbeitest, gibt es kein Geld. Why you expect that God make an extra for you? Warum denkst du, dass Gott für dich alleine eine Ausnahme macht? No, it is his law from the beginning. Es ist sein Gesetz von Anfang an. He put order. Er setzt Ordnung ein. And we take it. Und wir nehmen das an. And we want to. Und wir wollen uns dem angleichen. Are you expecting something from next year? Think about it. I will not say anything now, but think about it. Erwartest du etwas Besonderes für das nächste Jahr? Yes. Denk mal darüber nach, What you are expecting is concerning only you and egoistic, or it concerns also him? Sind deine Wünsche und Erwartungen ganz allein auf dich bezogen, oder haben sie auch Raum und Segen für das Königreich und für Gott darin enthalten? Good question. Ask yourself. You talk about it next Sunday. We will see. We will see what is your plan for 2018. Denk mal darüber nach, mach dir Gedanken. Nächsten Sonntag werden wir weiter darüber sprechen und nachdenken. Was sind deine Pläne für das Jahr 2018? Now, I was praying with many people. Weißt du, ich habe mit vielen Menschen gebetet. They told me, if I have a good job. Sie sagen mir, wenn ich einen guten Job habe. If I have a good company. Oder wenn ich eine gute Gesellschaft habe. If I have good, this and this from God. The first thing is God. Wenn ich also gute Dinge für meine Firma und mein privates Leben empfange, dann wird Gott der Allererste in meinem Leben sein. Und ich werde ihm dankbar sein. And God heard that way. Und Gott hat ihr Gebet gehört. And he gave them. Und er hat ihr Gebet erhört und gegeben. But you think they give something? Aber denkst du, dass sie ihm etwas zurückgeben? Alles vergessen. No priority. Keine Priorität. No truth. Keine Wahrhaftigkeit. The Bible says, die Bibel sagt, if you promise something, wenn du etwas versprichst, you have to keep it. Sollst du es erfüllen. Gott gegenüber. You can lie to man, but not to God. Meine Gott, Menschen kannst du belügen, aber wie willst du Gott belügen? How important and serious when you receive prayer to be thankful. Weißt du, wie wichtig ist das, wenn du Gebet hast, du hast empfangen. Wie antwortest du? Some people, you know, ask for a husband. Einige Menschen haben gebetet um einen Lebenspartner. For a woman. Für einen Mann, eine Frau. They want to get married. Die wollen heiraten. They meet their partner because God heard their prayer. Sie haben dann jemanden kennengelernt, weil Gott ihr Gebet erhört hat. And what they do? Und was tun sie? Guess what they do? Raten. They sin. Sie sündigen. They haven't even thankful. Sie sind noch nicht mal dankbar. You know, when you are serious with God. Weißt du, wenn du es ernst meinst mit Gott. You leave it pure and you, it's a treasure to keep it clean.
Wenn du es ernst meinst, dann hältst du das als etwas Wertvolles und Besonderes, das du reinhältst und bewahrst. Hallo? Hallo? How important God will bless you, believe me. Wie wichtig das ist, Gott wird dich segnen. If you do the right thing. Wenn du es auf die richtige Weise tust. If you do it your way. Wenn du deinen eigenen Weg einschlägst. And you did it already your way. You saw it, then you have to do it again. Oh, I don't want to be at your flesh. Weißt du, wenn du dann wieder Wege gehst und du weißt, es ist falsch, und du tust es wieder und wieder, ich will nicht in deinen Schuhen sein. Because you are always, you will stop and go back. Stop and go back. You can never go, so you can never go on. It's always boom. You know, it's like you fall a little bit, then a little bit, deeper and deeper and deeper. And then it's very difficult to come out. Wenn du so ein Leben lebst, ist es, als ob du gegen eine Wand läufst. Du wirst immer wieder hinfallen. Du wirst nicht vorankommen. Es wird dich zurückhalten und aufhalten. You know, God didn't send an angel on the earth. Weißt du, Gott hat nicht einen Engel auf die Erde gemacht. He came himself. Er kam selbst. He came himself. He didn't send somebody else. Er hat nicht jemanden geschickt. Er kam persönlich. He said, now, Engel Gabriel, go you and save the world. Er sagte nicht, Engel Gabriel, ich habe eine schwere Aufgabe für dich. Geh und rette die Welt. No. Nein. Said, I come. Er sagte, ich werde herabschreien, um sie zu retten, um mich zu retten. What a love. Was für eine Liebe. I'm on fire. Ich bin wirklich voller Feuer. In my heart. In meinem Herzen. It's blowing. Mein Herz and brennt. Thankfulness. Aus Dankbarkeit. For what he has done. Für das, was er getan hat. Halleluja. So your gift to him. Also deine Gabe zu Gott. Because he gives you his life. Weil er sein Leben dir bereits geschenkt hat. Your gift to him. Also deine Gabe zu ihm. Is your heart and your life. Ist dein Herz und dein Leben. And because he sent him, he came himself, God, then I also give myself to him. Und weil er sich, Gott selbst, für mich hingegeben hat, so gebe auch ich mich selbst für ihn hin. He came to die for me. Er kam, um für mich zu sterben. Did somebody die for you? Ist sonst noch jemand für dich gestorben? He came to die. Er kam, um zu sterben. He came to identify himself. Er kam, um sich mit dir und mit mir zu identifizieren. Halleluja. Let us look in 1 John 4. Lass uns aufschlagen, 1. Johannes 4. Verse 9 and 10. Verse 9 und 10. You know that God sacrificed himself for you. Weißt du, dass Gott selbst sich für dich geopfert hat? And if you were one person, the only one on the earth, it would come for you. Und wenn es nur eine Person auf der Erde gegeben hätte, wenn es nur dich gäbe, so wäre er selbst für dich gekommen. So God is good. So gut ist Gott. Halleluja. 1 John 4, verse 9 and 10. This is the love of God was manifest toward us, that God had sent his only begotten Son into the world, that you might live through him. And that is love. And this is love. Not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation of our sins. The propitiation of our sins. 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. You know that God is love? Weißt du, dass Gott Liebe ist? And his kind of love
ist everlasting. Und diese Art seiner Liebe ist ewig. And our kind of love, human love, is God. Temporary. Und unsere Art zu Liebe ist sehr zeitlich und emotional begrenzt. But his love never ends. Aber seine Liebe endet nie. And when we go to heaven, und wenn wir zu ihm kommen in den Himmel, prophecy will go. Prophezeiung wird nicht nötig sein. What else will go? A teacher, pastor, evangelist, everything will not be. Lehrer, Evangelisten, Prediger braucht man nicht mehr. Because we live with him. Denn wir leben mit ihm. But the only thing will stay between us. Aber das, was zwischen uns bleibt, with him, und zwischen uns und ihm, ist die Liebe. Wow. Love. And he will not ask me from which country I come. Und er wird mich nicht fragen, aus welchem Land kommst du. You think he will not? Glaubst du, dass er fragt? Because we need to do this. Er braucht das nicht. We come from all over. Wir kommen aus der ganzen Welt. I will say we are plenty who come. Die Bibel sagt, oh, viele sind. But one thing will also stay, the praises we lift to him. Aber eine Sache bleibt auch in Ewigkeit, dass wir ihn loben und preisen. So I ask him, Lord, I cannot sing here. Can I give you the voice that I sing and write with you? I think he will. Und ich habe ihn gebeten, Herr, ich kann nicht so gut singen. Wirst du mir eine Stimme geben, dass ich dich dort oben perfekt loben kann? But I can sing praises all the time. Dass ich fortwährend Lobpreis ihm singen kann. When I wake up this morning, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Thank you, Lord. Oh Herr, danke dir. Thank you. Danke. Thank you, I can stand on my feet. Danke, dass ich auf meinen Füßen stehe. Thank you, I'm healthy. Danke, dass ich gesund bin. I'm strong. Ich bin stark. No, I'm good. Du hast mich gesagt. Not only here, but everywhere I go. Nicht nur hier, aber überall, wo ich gehe. I thank you that you bless me. Ich danke dir, dass du mich segnest. And I thank you because I know how I was and how I am now. I thank you. Oh Vater, ich danke dir. Ich weiß genau, wie ich war, wo ich herkam. And I know und ich weiß, wie ich jetzt bin und was ich habe. Hallelujah. Yesterday also somebody phoned. Gestern hat mich jemand angerufen. And I was so happy. Ich war so froh. Somebody I didn't see me very long. Jemand, den ich lange nicht gesehen habe. And my heart was rejoicing. Und mein Herz hat sich so gefreut. The Lord talked to these people when I pray. Denn der Herr spricht zu diesen Menschen, wenn ich für sie bete. Do you pray? Betest du? For others? Für andere. Some of you, yeah. Einige tun das. You think, or you only pray for you and your needs? Betest du auch für andere oder denkst du nur an dich und deine Nöte? You know, if you pray for others, weißt du, wenn du für andere betest, God will heal your family. Wird Gott deine Familie heilen? Do you know this? Weißt du das? If you pray for others, not for one, for others. Wenn du für andere betest, nicht nur für einen, den du magst. When I wake up in the morning, wenn ich morgens aufwache, I pray for all men, like the Bible says. Dann bete ich für alle Menschen, wenn that they come to the Lord and that he send his worker. Dass sie das Wort empfangen und dass Gott seine Arbeiter aussendet in die Ernte. To the earth. Über die ganze Welt. Oh, Jesus said that is very little. Denn Jesus hat gesagt, es gibt wenig Arbeit. And Jesus don't lie. Und Jesus lügt nicht. So, he said, pray the farm. Also, er sagt, betet to send laborers to the harvest. Damit er Arbeiter in die Ernte sendet. And so I send those laborers to the governments. Und so sind governments, men and women governments. Und so bete ich für das für die Regierung. Und so bete ich, dass Arbeiter hineinkommen in die Regierung. So we can live in peace. So dass wir hier in Frieden leben können. If we have Christian. Dass wir geistliche christliche Leiter haben. Come on, if you don't care. Ist dir das egal? If you don't care. Ist dir das egal? You are wirklich very egoistisch. Wenn du daran nicht denkst, dann ist das wirklich sehr ernst. People be. Wie können Menschen so gedankenlos? I don't make politik. Ach, weißt du, ich bin nicht in Politik. I ask you to make politik. Weißt du, keiner hat dich gebeten, in die Politik zu gehen. The Lord said pray for them. Er hat gesagt, beten so, für dich, die dort im Office sind. First Timothy, you can read it. First of all. In 1. Timotheus steht geschrieben, zunächst und first. Zuerst. It's for king. Bete für die Königin. And all those are in the authorities. Alle, die in Autorität stehen. And for laborer.
und für Arbeiter. For all the world. Die in die ganze Welt gehen. We have to do it. Nun, das sollten wir tun. Then we pray for the body. Und dann beten wir für den Leib. The body. Den Leib. The body is not only word of faith. Der Leib Christi ist nicht nur die Gemeinde Gottes. You know this? Wusstest du das bereits? The body is the body. Der Leib ist der ganze. Hallelujah. We have a lot of member. It must be a big, giant body, gesund and stark. Dieser Leib hat viele, viele Glieder. Er muss riesig sein über der ganzen Welt und er soll groß sein, gesund und stark. Halleluja. Come on. Come. I know by the Spirit of God. Okay. Stay on me. And the Lord is starting to speak to you. Und ich weiß und spüre durch den Geist Gottes, dass der Herr an deinem Herzen arbeitet. You know, in Arabic we say, Ruach, the Spirit. Ruach, der Spirit Geist. Of God. Der Geist Gottes. That she. Er berührt die Herzen der Menschen, die jetzt offen sind. And we start to consecrate their life as primary giver. Und Menschen entscheiden sich, ihn zur obersten Priorität zu machen und seinen Worten gehorsam zu sein. And in 2018, und in 2018, those who were so small, diejenigen, die so klein waren, had no place. Keinen Ort haben, die niemand sehen konnte, aber die treu war. Der Herr wird sie an die Hand nehmen und ihnen den Mut geben, den sie brauchen, dass sie mehr Raum bekommen. Denn sie sind gehorsam zu dem, was sie ihnen gesprochen haben. Und eine Dinge, Deliverance will be. Und Salbung und Befreiung mit I can see in their home, in their family. Und ich sehe in ihrem Heim, in ihrer Familie. What was bound and not free. Was gebunden war und nicht frei war. Now it's open and there is liberty and freedom. Ist jetzt geöffnet und ich sehe Freiheit und Freiraum. And the one who is still in bed because he's sick. Und derjenige, der noch im Bett liegt, weil er krank ist. One of the member of your family. Der eine in deiner Familie. When you decide to. And obey too, and do what God says. Even this will not stop you to do what He tells you to do. Auch wenn du die Entscheidung triffst, ihm gehorsam zu sein und nachzufolgen, auch dich wird er aufrichten. In the year 2018. Im Jahr 2018. It will blow for those who put water. The flower will blow. Blumen werden blühen für die, die gießen im Jahr 2018. Und du wirst Wunder where you go, überall wo du gehst, what you touch, das was du anrufst, what you say, was du sprichst, be from me, says the Lord. Wird von mir sein, spricht der Geist Gottes. Don't stop. Höre nicht Don't look up. Left or right. Sieh nicht nach links, sieh nicht nach rechts. Okay. Aber sei treu und es soll zustande kommen. Amen. Wir danken Gott für sein Wort. Wir danken ihm für sein Wort. Ich weiß, eine Familie wird geheilt werden. Der Mann, der sich nie gekümmert hat um seine Familie, er wird sich jetzt kümmern um sein Haus und seine Familie. The one who's not born again in the family will receive the Lord. Und derjenige, der nicht wiedergeboren ist in der Familie, er wird Jesus empfangen. And here, Heilung. Don't be afraid. Fürchte dich. Just tell me this. Elham. Elham. I tell you Elham. Ich sag dir Elham. Don't be afraid. Fürchte dich. Things are going on. Dinge laufen gut. And everything I know, the Lord is telling you, you are doing good, don't stop. Und der Herr sagt zu dir, du machst es super, mach weiter. And don't give up. Gib nicht ab. Even so, and keep your mouth shut.
Und halte deinen Mund geschlossen. And you will see. Du wirst sehen. If God didn't work for anybody but you, work for you. Wenn der Herr für niemanden arbeiten würde, für dich wird er wirksam sein. And you will see. Und er heilt. Und inside. Innen drin. And you will see. Und du wirst frei werden. You have always done things. Du hast immer getan, weil du eine treue Person bist. Aber vieles hast du nicht verstanden. So hurt. Und du warst so verletzt. And you were so down. Und du warst so niedergeschlagen. And you had difficulty to forgive, so terrible. Du hast so große Schwierigkeiten gehabt zu vergeben. But you want it. Aber du wolltest. And the Lord is seeing you. Und der Herr spricht zu dir. You're doing well. Das machst du gut. And you will see. Und du wirst sehen. 2018 will not be the same anymore. It will be from glory to glory. 2018 wird ein Jahr sein, wo du aufsteigst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. And for deliverance. Und für Befreiung. Yes. Befreiung. Deliverance is gone. Your childhood. Befreiung von deiner Kindheit. In the name of Jesus, I deliver. In dem Namen Jesus setze ich dich. Everything what was binding. Alles, was dich gebunden hielt. And curse will upon you. Und der Fluch, der auf dich gesprochen war. Maybe because you were a girl. Vielleicht weil du ein Mädchen war. And the Lord is saying, I'm blessing you. Aber der Herr sagt, ich segne dich. And I will promote you. Und ich fördere dich. And I will honor. Und ich ehre dich, sagt der Geist Gottes. I'm not finished. Bin noch nicht fertig. I'm not finished in the things that I want to say. If there is anyone here who didn't receive Jesus, and what is this Jesus, and be saved.